westlichen Kulturen die oberen Plätze reserviert haben und lässt sich nicht einfach als bloße kulturelle Camouflage oder Übersetzung politischer und wirtschaftlicher Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse erklären. Das heißt natürlich nicht, dass diese Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse nicht auch existieren, aber sie werden in eine kulturelle Sprache übersetzt, in den Rahmen eines Identitätskonflikts eingepasst. Das Kulturelle ist, wenn man so will, der spezifische Äther, der alles einfärbt und seinen Sinn ordnet und sortiert, mit der Konstellation als Resultat hier gegen sie. Der Islam, das religiöse Volk. Es soll dann im Lichte des Gesagten auch nicht mehr wundern, dass der islamistische Jargon von antikapitalistischen Wendungen durchzogen ist. Wenden wir uns für einen Moment den Schriften von Said Qutb, dem Cheftheoretiker der ägyptischen Moslembrüder aus den 50er und 60er Jahren, der 1966 hingerichtet wurde und der gewissermaßen der intellektuelle Patron des modernen radikalen Dschihadismus ist, zu. In seinem Hauptwerk Meilensteine ist heute für die Dschihadisten das, was da das kommunistische Manifest für den klassischen Kommunismus war, geißelt er die moralische Degeneration der Gesellschaft, und zwar der westlichen Gesellschaften wie der orientalischen. Er klingt da übrigens, er analysiert den Mangel an menschlicher Würde und den Respekt der Menschen voreinander. Wenn er über das moderne Leben schreibt, das alle menschlichen Werte auf dem Altar der materiellen Produktion geopfert hat, Zitat, dann beschreibt er ein Unbehagen, das auch viele andere Menschen teilen. Die Gründe für die Malaise seien in frühen wie in heutigen Tagen dieselben. Die Begierden, schreibt er, der Menschen, und dass sie sich, wieder Zitat, selbst am wichtigsten nehmen. Die Menschen werden vulgär, der Kapitalismus mit seiner materialistischen Attitüde tötet allen Geist ab. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Diese muslimische Schlüsselformel ist aus Qutbs Perspektive nicht nur ein Gegengift gegen Agnostizismus oder Vielgötterei, sondern auch gegen den Götter. Das Leben, das er lebt, ist niedrig, ruft er den Ungläubigen zu. Die dschihadistische Avantgarde, die er bilden möchte, bringt dagegen das verdorbene, niedrige Leben der konsumistischen, modernen Stellung. Es ist dies keineswegs nur die Argumentationsreihe der Radikalen, sondern im Grunde der Mainstream-informierten politisch-islamistischen Kreisen auch. Tariq Ramadan, der moderne, gemäßigte islamistische Intellektuelle in unserer Tage, sagt, was er am besten nicht mag, seien die Exzesse, die Besessenheit und Konsumismus. Für ihn ist die islamistische Spiritualität eine Gegenkraft zum geistlosen Kommerz und Materialismus. Der Westen ist aus dieser Perspektive Peepshow, Shopping Mall, Wall Street, Hollywood. Aber die Virus natürlich immer auch schon infiziert. Nur ein Hinweis. Der Kulturkapitalismus ist eine Kultur des Spektakels. Die Realität ist von der Repräsentation der Realität, vom Bild, nicht mehr zu unterscheiden. Es wäre auch übrigens ganz falsch, eine Differenz zwischen den bildlichen, medialen Repräsentationen und den Fakten, gewissermaßen der wirklichen Wirklichkeit, zu behaupten. Die bildliche Repräsentanz ist die Wirklichkeit. Auch die verzerrte Darstellung führt sofort ein eigenes Leben. Kein Akt der identitären Revolte kann sich der Kultur gegen ihr Antritt entziehen. Ein Beispiel für diesen Sachverhalt ist vielleicht der türkische Film Tal der Wölfe, ein pan-islamischer Streifen, der in diesem Frühjahr in den vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen gesehen. Es ist ein Actionfilm, in dem diesmal die Amerikaner die Bösen sind und die Muslime die Guten. Interessant ist an ihm aber, dass er die klassische Konstellation nicht einfach umkehrte. Die Amerikaner sind weiter die Rambos. Der Streifen muss die Selbstkarikierung der Amerikaner gewissermaßen nur aufgreifen und zitieren. Er übernimmt sie und stellt ihnen als Gegenspieler relativ normale Leute gegenüber, etwa den Geheimagenten, den türkischen Geheimagenten Alinda, der für einen Actionhelden aufreizend schmächtig ist. Der Film ist gerade auch deshalb, weil er die Bildsprache Hollywoods importiert und gleichzeitig transformiert, ein paradigmatisches Exempel für die globalen zum Kampf der Kulturen. Auch der Dschihadismus folgt der medialen Logik der globalen Kultur. Was wäre der Selbstmordattentäter ohne das moderne Home-Video, auf dem er seine Tat begründet, bevor er sie ausführt? Was wäre seine Tat ohne die Fernsehbilder von zerfetzten Leichen, schreienden, verwundeten oder gar einstürzenden Wolkenkratzern? Die Taten der Dschihadisten können an der Überlegenheit ihrer Gegner in keiner praktischen Hinsicht, zum Beispiel in militärischer Hinsicht, irgendetwas ändern. Aber die Bilder, die sie produzieren,
können an der Selbstwahrnehmung und an der Moral ihrer Gegner etwas ändern. Davon sind sie ganz offensichtlich sehr überzeugt. Deshalb hat eine amerikanische Forschergruppe, wie sie sie nennen, auch die Wahngläubigen des Spektakels genannt. Man sollte diese Ironie dieses Tatbestandes nicht unterschätzen, sondern alleine des Umstands wegen, wo uns der Islam ja als Folge des koranischen Bilderverbots ja auch lange als kulturelle Zone galt, in der der Umgang mit Bildern nicht von klein auf erlernt wurde. Ich resümiere. Woran es mir geht, ist die Wendung Kampf der Kulturen endlich wirklich ernst zu nehmen. Nicht als Kampf einander seit jeher feindlich gegenüberstehender Weltkulturen, sondern als Ringen um Identitäten, in dem eine Kultur, die sich als Universale setzt, die Rache, das Ressentiment der Loser dieses Universums auf sich zieht. Und diese Rache ist kulturell in vieler Hinsicht, sondern auf partikulare Identitäten, die stellt dem zeitgenössischen eine gewiss konstruierte Tradition entgegen und sie operiert mit den kulturellen Motiven, die ihr der Westen selbst liefert. Und es ist, das unterstreiche ich noch einmal, in jedem Fall falsch anzunehmen, es ginge in Wirklichkeit um ökonomische Konflikte, die nur in die Sprache des Kulturellen übersetzt und in dieser Sprache ausgetragen werden. Mindestens genauso berechtigt kann man formulieren, dass es sich um identitäre Konflikte handelt, für die ökonomische Streitfragen als Indizien ins Treffen geführt werden. Zu versuchen, den dschihadistischen Terror zu verniedlichen oder zu legitimieren, noch auf der anderen Seite den Kulturkampf zu schüren. Zu verstehen, zu versuchen, uns durch die Augen der anderen zu sehen, ja das Bild, das wir von ihnen haben und produzieren, durch ihre Augen zu sehen, ist die Voraussetzung dafür, zu deeskalieren. Denn solange man kein Verständnis dafür hat, was kulturell passiert, auf unserer und auf Seiten der anderen, wieder die Gänsefüßchen mitdenken, solange ist die Gefahr groß, dass der Kampf gegen den Terror genau das Gegenteil von dem bezweckt, was er zu bewirken vorgibt. Danke, das war's. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob er Zeit hat, nachmittags, oder müssen Sie gehen, weil ich glaube, das müsste jetzt gehen. Nein. Ja, wir haben tatsächlich eigentlich, wir haben doch bis um 11 Uhr, bis zur Pause noch Zeit vielleicht für ein kleines Gespräch zur Verfügung. Ich habe jetzt gerade beim Zuhören vorhin mal versucht, irgendwie mal ein paar Sachen jetzt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Also nicht nur was den Vortrag angeht, sondern jetzt des bisherigen Kongresses. Das hat begonnen, als der Klaus Rücker der Ansprache mal darauf hinweist, dass Sigmund Freud unterscheidet, was bietet da an, und wir haben ja Kultur. Na, Kultur hat einmal den Job, euch eine Stütze zu sein in schwierigen Zeiten, eurer individuellen Leben oder eurer, ja, also auch kollektiv. Aber Vorsicht, ja, Kultur ist auch das, was den Schatten irgendwie aus euch rausholt und euch zu Dämonen werden lässt. Dann gab es Professor Dus von Wert, der sagt, globale Werte ist ein Horror-Szenario. Stellt sich sowas vor. Globale Werte, das kann man nicht wollen. Und irgendwo höre ich auch bei Ihnen raus, dass Sie sagen, eine globale, nur oder jedenfalls bewirkt, das sehen wir ja, ebenso wie auch einen globalen Widerstand dagegen, kann also auch wiederum nur den Schatten, den Deutschen sind, auf uns erwecken. Und da ist gestern Abend Professor Girtler, der auf seine ganz unnachahmliche Weise die Kultur in einem sehr regionalen, kleinen Kontext vorstellt. Die Kultur der kleinen Leute versus des Adels, die Ganoven. Und da hatte man den Eindruck, hier passiert irgendwie, hier ist Kultur, die Kultur erschafft Menschlichkeit. Nicht nur durch seine Person, sondern auch wie er die Menschen beschreibt, die sich ihm. Also bisher, finde ich, haben wir zu tun mit Kultur, solange sie uns um Werte, solange sie uns global und groß begegnen, nicht toll, nicht gut. Wenn, dann hilft es im kleinen Kontext. Aber jetzt bin ich wieder weg und ich bitte Sie, zur Stellung zu stellen. Haben wir ein Mikro, das wir vielleicht.
Person. Ja, so irgendwie. Die lauft dann rum und so. Das ist leicht, das ist eine Hinweis, darf das dagegen. Ja, ich habe eine Verständigungsfrage. Sie haben gesagt, der Westen ist keine Kultur aufgrund dessen, dass er den Anspruch des Universalismus hat. Verwundert hat, ich hätte gesagt, der Westen ist Kultur mit Anspruch des Universalismus. Was macht für Sie da den Unterschied aus? Nein, ich habe das eigentlich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, der Westen sieht sich gar nicht mehr selbst als Kultur in dem Moment, wo er sich als universal behauptet. Das ist, glaube ich, schon eine ziemlich große Differenz. Das ist eigentlich erst der Grund dafür, warum man anderen als Machtwerk, Machtbollwerk erscheint, während es uns selbst nicht als solches ist. War ja sozusagen dass der Sinn meines Vortrags quasi die Dinge ein bisschen rauszukitzeln, die implizit bei uns da sind und die wir selber nicht sehen in der Welt. Ja? Insofern bin ich mir auch nicht so sicher, ob jede universale Kultur sofort sozusagen Widerstand von Partikularismus auslösen muss. Ja? Das weiß ich nicht, weil das wäre sozusagen so eine prognostische Frage, ob es nicht eine universale Kultur vorstellt, dass sie wäre, die das nicht täte. Das weiß ich nicht, weil sozusagen bin kein Prophet. Ich glaube sozusagen, das Entscheidende ist ja sozusagen das, wenn Kultur und Macht schlechte Bündnisse miteinander eingehen. Und besonders schlecht ist es dann, wenn Kultur daherkommt und die Angehörigen dieser Kultur das nicht mal mehr wahrnehmen. Ja? Und das ist, glaube ich, die Situation, in der wir sind, in der wir alle hier drinstecken. Das sozusagen, darauf würde ich mich beschränken wollen und sozusagen keine grandioseren Aussagen treffen wollen. Ja? Ich möchte Danke sagen. Ich bereue eine Sache, es gibt sehr wenig Zeit, um das wirklich gemeinsam durchzugehen. Nochmal, Sie haben so schnell geredet, ich habe das Gefühl, nicht alles verstanden, wie ich verstehen möchte. Wir sind sehr dankbar, dass Sie, ich habe den Eindruck, Sie haben Huntington auf ernsthafte Weise von in Europa so negativ war, was ein Missverständnis, glaube ich, war, dass Huntington eigentlich eine Mahnung an die eigene Regierung versuchte zu bringen. Und in seinem Buch Clash of Civilizations, also es geht darum, die Frage zu stellen, was wird nach der bipolären Welt des Kalten Krieges entstehen? Und wird das die Monopol des westlichen und vor allem des amerikanischen Macht? Oder, und es war, so habe ich verstanden, seine Mahnung, eine Anerkennung der Polyzentrismus oder ein Übergang zu einer polyzentristischen globale Ordnung, die tatsächlich nicht stattgefunden hat. Huntington gilt, also noch einmal gelesen zu werden. Aber zweitens, er hat einen Unterschied gebracht, den Sie nicht erwähnt haben, und ich weiß nicht, ob das für Sie relevant ist. Er hat aufgezeichnet, dass das westliche Welt, muss man unterscheiden von der Moderne. Und dass das westliche Welt westlich war, bevor es modern geworden ist. Leider in der modernen Phase, dieser Anspruch auf Universalismus hat ihre eigene Entstehungsgeschichte und die Partikularismus, des Römisch-Griechisches und so weiter, eine Erbe gedeckt. Und wenn man die auseinanderhält, man könnte sich vorstellen, dass nicht westliche Kulturkreise sind bewahrt als die westliche Variante. Das könnte hilfreich sein, dass die Zentrismus, die gedeckt wurde und nicht mehr sich ihre eigene Entstehungsgeschichte sieht im Westen, dass das wieder reklamiert wird sozusagen und diese Partikularität wieder eingebracht wird. Das ist die erste Frage, ob Sie diesen Moment in Huntington auch so für wichtig halten. Und zweitens, danke für die Aufzeichnung, wie die Revoltstimmung zustande kommt. Ich glaube, man muss nicht zum islamischen Welt reichen, weil die Revoltstimmung ist auch in der westlichen Welt sehr erkennbar. Es gibt viele Gruppierungen, viele unmenschliche Ethik des globalen Marktanspruchs reagieren, zum Beispiel die Bewegung der Cultural Creatives in den USA, also das ist mittlerweile eine enorme, wenn man die schon 20% der Population oder mehr ist schon in eine andere kulturelle Entwicklungsschiene.
die Frage für mich ist, was kommt nach der Postmoderne? Und manche sehen voraus so etwas wie eine transmoderne Zeit, wo Identität wieder mit drin steht. Ich meine, ich gebe Ihnen in allem recht, und das war ja sozusagen ja auch nicht alles Frage, sondern hinzuzufügen und im Bereich der in den Vereinigten Staaten bin ich auch kein Spezialist. Ich würde jetzt sozusagen nur eines sagen zu Huntington. Ich glaube, es gibt natürlich bestimmte Gründe für die von Huntington im, sagen wir mal, europäisch-liberalen Bereich, auch amerikanisch-liberalen Bereich. Das eine ist, dass es sozusagen als These daherkam, ja als Antwort auf eine andere Großthese, nämlich auf die erste Großthese der postkalten Kriegszeit, nämlich vom Ende der Geschichte. Und von daher hat man schon auch deshalb nicht so völlig ein amerikanischer Politologe und Intellektueller, der sozusagen der einen Großtheorie, mit der sich viel Geld verdienen lässt, sozusagen die andere Großtheorie entgegensetzt und dass man das auch so ein bisschen als dieses innerintellektuelle Spiel gesehen hat, was es ja auch ist. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, dass man halt natürlich Huntingson-Analyse nicht nur als Analyse gelesen hat und glaube ich auch mit Recht nicht nur als Analyse gelesen hat. Also nicht, dass er den Kampf der Kulturen jetzt beschworen und besonders toll gefunden hätte, aber es schwingt das innere Motiv schon auch mit, dass er erhofft von daher eine re-religiöse, also sozusagen einen Bedeutungsgewinn der Religion zum Beispiel in Amerika. Diese Motive kann er auch wiederum völlig nicht völlig verbergen. Also von daher hat es auch gute Gründe gegeben, es sozusagen in einer gewissen Ressentiment und Abwehrhaltung zu lesen, was das Ergebnis hatte, dass man bestimmte kluge Dinge, die da drinnen sind, und hellsichtige Dinge, ich wollte jetzt gerade nachschauen, wann der erste Aufsatz erschienen ist, ich glaube es war 1992, das ist schon also sozusagen Chapeau, ja, Chapeau sage ich, also sozusagen so ein Gespür für etwas zu haben, ja, also auch bei allen Unzulänglichkeiten hätte ich ganz gern mal. Sehr beeindruckt, was Sie uns hier vorgetragen haben. Ich habe versucht, alles mitzuschreiben, das ist mir nicht gelungen, weil wenn ich geschrieben habe, waren Sie schon wieder weiter und ich wollte nichts versäumen von dem, was Sie gesagt haben. Ich möchte gerne weiter darüber nachdenken können und deswegen meine Frage, ist das nicht möglich, dass wir das vervielfältigt bekommen, noch während des Kongresses? Das kann ich nicht beantworten. Von meiner Seite her gibt es sicher kein Problem dabei, weil es ist ein Text, der im Wesentlichen geschrieben ist und ein paar Notizen dabei hat, die Sie nicht hören sollen. Lässt sich das organisieren? Ja. So viel sehen wir ja gar nicht, aber ich denke, vielen Dank nochmal. Ja, würde ich gerne entgegenführen. Dinge, die in der Luft gerade rumschwirren. Ja, also ich habe eine Frage, die mir selber jetzt nicht so ganz klar ist, aber ich nicht so klar formulieren kann, und zwar Sie sprechen, oder also es geht, verwendet Begriff Kultur, und ich habe jetzt ein Problem damit gehabt, was Sie unter diesem Begriff Kultur, wie Sie den wirklich definieren. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Begriff Kultur in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dass sich der irgendwie aufgelöst hat oder dass sich die Kultur an sich aufgelöst hat, ist mir nicht klar geworden, ist es der Begriff, ist es die Verwendung des Begriffes, ist es die gelebte Kultur, anstelle dieser sozusagen dann der Kapitalismus oder wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen das Unbewusste des Machtapparates an diese Stelle der Kultur tritt. Also das ist so meine Frage, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, Kultur hat sich ja aufgelöst. Dann gab es sozusagen diesen Kontrast zu unserer Gesellschaft, obwohl es diese nicht mehr gibt anscheinend, zu anderen Gesellschaften und zu anderen Kulturen. Das heißt, in anderen Kulturen gibt es jetzt noch Kulturen Ihrer Meinung nach? Oder
inwiefern, weil es gibt ja auch in anderen Kulturen Systeme, politische Systeme, die sozusagen Machtstrukturen sind, die auch sehr viel vom Kulturellen aufsaugen. Also ich denke, dass es eine ganz wichtige Thematik ist, sich damit auch auseinanderzusetzen, was, wie verwenden wir Kultur, wenn wir überhaupt auch von Kulturbeziehungen oder sozusagen Kulturclash sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, und es ist sozusagen auch ein bisschen vertrackt oder knifflig. Ja? Also Kultur hat sich meiner, also was ich sagen wollte, ich sage ja nicht, dass es so ist, aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Kultur hat sich natürlich überhaupt nicht aufgelöst. Ja? Also Kultur kann sich gar nicht auflösen, weil es ein weiter Kulturbegriff meint mit Kultur das, was unsere Identität ausmacht. Und sozusagen Menschen und Gruppen von Menschen ohne sozusagen Identität, Selbstverständnis kann es nicht geben. Ja? Also insofern kann sich Kultur gar nicht auflösen. Das Problem mit der Universalisierung des Westens und der westlichen Kultur, und das ist sozusagen auch nicht zu trennen von der westlichen Kulturkonsum, eine Durchökonomisierung der Kultur, ist der, dass aufgrund des Umstandes, dass es über die ganze Welt als die hegemoniale Kultur erscheint und dies den Globus quasi überzogen hat und auch überall diese Zeichen dieses Überziehens zurückkommt, nicht? Bekommt. Nicht? Also die Shopping Mall in Peking schaut ja nicht anders aus als die Shopping Mall oder in Shanghai schaut ja nicht anders aus als die in, sagen wir, Detroit. Sie schaut anders aus als die in Wien, weil die in Shanghai und Peking sind viel größer. Haben wir selbst das Gefühl, na, das ist ja gar nicht unsere Kultur, sondern das ist eine globale Kultur geworden. Insofern hat sich es in unserem Kultur als Kultur überhaupt aufgelöst, als partikulare Kultur, ja, das ist sozusagen die Kultur von allen. Ist es aber nicht, das ist die Kultur von uns. Die, wenn man es jetzt etwas salopp formulieren kann, wir den anderen aufzwingen. Es ist natürlich kein Zwingen, das in erster Linie mit Macht und Brutalität oder mit Durchsetzen verbunden ist, sondern diese Kultur hat auch eine unglaubliche Anziehungskraft und, von den, und wird erstrebt und ersehnt. Sucht löst sie natürlich auch nicht von nicht aus dem Nicht, aus ihrem Gewusst wie und dem, der Gekonntheit an den Mann und an die Frau gebracht zu werden. Und das steht wieder im Zusammenhang mit Macht. Ja? Insofern, und da haben Sie auch recht, Kultur ist mit Macht bei uns verbunden. Kultur ist natürlich sozusagen bei den partikularen Kulturen, die wir hier als Kultur wahrnehmen, also die alle anders sind, die wir sozusagen als originell, exotisch oder was auch immer wahrnehmen, oder vielleicht auch als bedrohlich und unverständlich und so weiter, auch dort natürlich mit Macht verbunden. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die partikulare Kultur nur ein, das ist ein Moment des Widerstands gegenüber der universalen Kultur, es kann sozusagen in den anderen Kulturen sehr wohl eben natürlich genauso gut mit Macht verbunden sein. Also schon der Islamismus, der sich dem Westen gegenüber als widerständig positioniert, vis-à-vis der hegemonalen Kultur, ist in seinem Einzugsbereich natürlich sehr wohl eine unterdrückende Kraft. Ja? Brauchen wir noch in Iran schauen oder wo immer, aber nicht nur in diesen durch theologisierten Ländern, sondern auch in jenen Ländern, wo die islamistischen Strömungen auch nur eine bedeutende Minderheit sind, ja, wie Ägypten. Ja, das hat das natürlich eine unterdrückende Funktion gegenüber all jenen, die was anderes wollen. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt sozusagen im Zweitdurchlauf oder sozusagen anders gesagt ein bisschen verständlicher. Ich verstehe schon das Problem, wenn man vorliest und das auch noch schnell tut, wenn man denken muss. Auch zu einem vernünftigen Ende kommen, ist manches auch ein bisschen schwierig. Ich denke mir gerade jetzt auch angeregt durch die letzten Beiträge und nochmal Ihre Erläuterungen dazu. Vielleicht gibt es noch ein anderes Begriffspaar, das da jetzt hilfreich wäre. Nicht nur, so vorhin mal kurz reingeschmissen, irgendwie Kultur global versus irgendwie regional und sozial, ne, sondern auch vielleicht Kultur begegnet als, so wie Sie es auch vorstellen, als etwas, was verordnet wird. Ja, imperial und verordnete, versus Kultur, die irgendwie in der Begegnung von Menschen aktuell immer erschaffen wird und gelebt wird, wo wir also Kultur gestalten und im anderen Fall, dieses Fall, Kultur erleiden. Ja? Und das könnte auch nochmal weitergehen. Das
Ja, aber ansonsten denke ich mir, ich würde jetzt vorhin noch schauen, was runter, kurze Pause, 20 Minuten, nein, war da noch eine Meldung, die ich anhöre. Aha, also 14 nach 11 ist normalerweise vom Tagesplanung so die Vorzeit zu bekommen. Das sind wir jetzt auch sehr live. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Arbeit. Dankeschön.